Engine 3. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crisis 3. Mein Name ist Ghost, auch genannt Daniel, und ja, wir spielen heute Crisis 3. Ich habe mich schon richtig, richtig lange auf dieses Spiel gefreut. Wer unsere Game News gesehen hat, weiß ja auch schon ein paar Features von den sieben Wundern von Crisis, die ich zusammen mit dem Kench gemacht habe. Ich habe schon mal ein bisschen vorgespielt, deswegen seht ihr auch ein bisschen Extras, um zu gucken, ob Grafik stimmt, ob Sound stimmt und sowas, halt so ein paar Testaufnahmen. Und ja, dann machen wir Kampagne. Neue Kampagne. Und da ich noch nicht so wirklich wieder, weil da das schon wieder richtig, richtig lang her ist mit Crisis, mache ich das mal auf Soldat, und Rekrut ist ja wirklich so für richtige Anfänger. Veteran habe ich leider schon gesehen, das ist bei, habe ich das schon bei Pizmeet gesehen, da hat das der Jay gespielt auf Veteran, und das ist übertrieben, wie viel Damage man da bekommt, deswegen spiele ich da auch lieber auf Soldat, aber ich frage mich gerade echt, wie das dann auf posthumaner Krieger ist. Da hat man ja gar keine Chance, ein Schuss und man ist tot oder so. Naja, spielen wir mal lieber auf Soldat. Ja, von mir aus. Stimmt, das Tutorial hatte ich am Anfang nicht gespielt. Ich spiele mal das Tutorial, einfach mal so just for fun. Damit ich mal was lerne, ich glaube, ich unterbreche das da mal, denn ich glaube, euch interessiert das kein bisschen. Und ja, wir sehen uns dann später wieder. Ich höchstens, wenn was Interessantes kommt, wie zum Beispiel das Hacken, was wir auch in der Game News angefochten hatten da. Dann zeige ich euch das mal ganz kurz, wie das dann schon mal funktioniert, und wir sehen uns dann später. So, ich hatte euch gesagt, von wegen, wenn das Hacken an die Reihe kommt, zeige ich euch, wie das geht. Da hinten ist so ein Geschütz. Jetzt soll ich angeblich hier drauf gehen, dann F drücken. Okay. Okay, und 1, 2. So. Ja, geil. Also man muss diesen Visor da anhaben. Hier von wegen diese taktische Hilfe da. Und damit kann man dann so Leute markieren und dann auch Sachen hacken. Ist eine Funktion des taktischen Visors, die das vollspektrale Sehen ermöglicht. Dadurch können sich Gegner selbst bei totaler Dunkelheit nicht verstecken. Ja gut, dann zeige ich euch das auch nochmal. Das ist jetzt... Das ist jetzt Nachtsicht. Eine hochempfindliche Funktion, deren Einsatz Energie verbraucht. Was ist das denn? So. So, Trainingssimulation ist abgeschlossen. Ich glaube, jetzt kommt ein Video. Vor 23 Jahren besetzten die Seth unsere Welt. Wir hielten sie auf. Ich hielt sie auf. Aber die Cell Corporation nutzte das entstandene Machtvakuum, um ihren Einfluss zu vergrößern und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Cell hat alle überrascht. Sogar mich. Sie nennen mich Prophet. Und ich allein weiß, was auf uns zukommt. Cell ist nicht die eigentliche Gefahr. Der mächtigste Alien, der Alpha Seth, lebt noch. Er hat mir die Zukunft gezeigt. Er weiß, was mich antreibt, woran ich glaube. Dass für einen guten Soldaten nur eines zählt,
eine einzige Frage. Was ist man bereit zu opfern? Vergessen Sie mich nicht. Als Sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war, und wurde die Kampfmaschine Prophet. Als mich mein eigener Körper aufhielt, opferte ich auch ihn wie ein defektes Ersatzteil. Der Sieg hat einen Preis. Man bezahlt jedes Mal etwas mehr. Ich habe gesehen, was kommen wird. Und ich konnte es nicht mehr aufhalten. Wenn die größte Kampfmaschine versagt, was tun wir dann? Was mache ich? Okay, einfach nur geil. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, ich und mein Anzug, ne? Hier, ich gebe euch Deckung. Nein, drei Mann unterwegs. Aufpassen. Mal kurz inhalten für die Grafik. Okay, jetzt ein bisschen das verschwommen aus wegen dem Regen. Habe ich schon irgendwelche Aufsätze? Ja, Schalldämpfer nehmen wir doch mal direkt. Nee, Laser auf gar keinen Fall. Laser ist gefährlich. Romeo Echo, hier ist Romeo 1. Initialisiere Burnout. Over. Verstanden, Romeo 1. Da müssen wir dich einbringen. In den Dom. Hierhin hatte ich ungefähr gespielt. Nein. Erinnerst du dich an die Typen, die dich in Sibirien mit Carbolts vollgepumpt haben? Die Typen, die dich für was ich wie lange kalt gestellt haben?
An die Typen, die mich geskinnt haben und die dasselbe mit dir vorhatten? Sal? Diese Typen? Ah, vergiss es. Jo, ich vergesse es. Also ungefähr bis hier hatte ich gespielt bei der Testaufnahme. Das ist Nex, Self-Security KI. Boah, ist der lahmarschig. Geh mal ein bisschen schneller hier. Oh, das sieht einfach nur atemberaubend aus, ey. Das Ding kaputt gemacht. Was für ein Assi. Wir gehen durch die Vordertür rein. Das Überraschungsmoment ist unsere einzige Chance. Niemand wäre so verrückt, das zu versuchen. Erledigen wir sie leise. Wir haben Eingreifteams bereitstehen. Das finde ich auch cool, dass man direkt wieder dass man direkt wieder in den Tarnmodus kommt. Oh, was haben wir hier? Schalldämpf auf jeden Fall. Schön leise vorgehen. Nummer 1. Ich sehe mir das an. Nummer 2. Kurz verstecken. Wieder unsichtbar machen. Wo sind noch welche? Momentan sehe ich keine. Ja, ist mir zu weit weg. Boah, bleib doch stehen, ey. Herr Krill, hier ist 5-2. Sicherheitsverstoß in Sektor 2 Alpha 0. Zwei oder mehr Personen. Schick. Okay, gehen wir. Das war alles ein bisschen eigenartig hier aus. Oh, da ist er ja. Unser Kompagnon. Ich arbeite gern mit der Unsichtbarkeit. Habe ich schon jeden Crisis gern gemacht. Yeah. Das wollte ich gerade ansprechen. Ja, mach dich zu einem unsichtbaren Killer. Krasses Teil. Gefällt er dir? Nein. Nur weil ich dir das Beste noch nicht gesagt habe. Der Bogen ist über Carbonlaser an deinen Nanosuit gekoppelt. Hat genug kinetische Energie, um ein Nashorn zu töten. Wechselköpfe zum Abfeuern von Sprengladungen und jetzt kommt's. Du bleibst dabei getarnt. Was sagst du jetzt? Klingt nicht übel. Gut. Dann lass uns gehen. Gut, dann lass uns gehen. Das wollte ich gerade ansprechen. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich schon darauf, wenn ich den Bogen bekomme. Und schon habe ich ihn. Nummer 1, wir sind durch Foxtrot 4 durch. Burnout scharf und bereit. Over. Zack. Nicht schlecht. Was ist hier los? Ich sehe mich um. Sicher mich. Der Steuerung hapert es noch ein bisschen. Oh, beweg dich doch nicht. Da macht jemand Jagd auf uns mit dem Bogen.
2. Ah, cool. Desto genauer wird es. Auch cool. In der Beta ist mir das nicht aufgefallen. Ich sichere nach hinten. Was ist hier los? Okay, vorne. In der letzten Position. Sammle verschossene Pfeile wieder ein. Ich sichere dich. Wir sind knapp im Turm. Wir müssen effizient sein. Aha. Wenn die Pfeile also drüber geht, sammelt man die wieder ein. Puh, das war knapp. Ich kann das was nicht entwischen. Los, Feuerschutz! Ich beschütze die. Wieder ein Pfeil. Dann sammle ich so langsam meine Pfeile wieder ein, ne? Das jetzt extra ein bisschen langsam an, damit man sich hier so ein bisschen umgucken kann. Und da ist noch einer. Weg. Gut, dass ich gemerkt habe, dass der das Ding angeschossen hat. Das war für die Folter. Roger. Ah, sind wir durch? Haben wir alle? Finde ich gut. So, dann mache ich jetzt hier mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann später und ich wünsche euch noch viel Freude bei den nächsten Parts, die ich aufnehmen werde. Ciao, ciao. So, da sind wir wieder bei Let's Play Crysis 3. Lass mich mal durch. Ich habe jetzt direkt weitergespielt von der letzten Aufnahme her. Romeo 1 hier, Romeo 2. Burnout abgeschlossen. Over. Kontrollpunkt erreicht. Na ganz toll. Okay, ich wollte speichern, aber es geht nicht. Deswegen muss man solche Kontrollpunkte erreichen, wo man aufhören kann. Aber dann spiele ich jetzt einfach ein bisschen weiter. Und dann, wenn ich den nächsten Kontrollpunkt erreicht habe, werde ich dann das Spiel wieder beenden. Und werde dann auch hochladen. Und B. Okay. Muss ich halt hacken. So. Was zum Teufel erwartet uns hier? Das ist Zells Heimatfront. Sie haben hier etwa ein, vielleicht zwei Tonnen. Und die Seth? Vergiss sie, Mann. Die Aliens sind erledigt. Das müsstest du inzwischen wissen. Das glaube ich eher nicht. Cell. Das soll wohl ein Scherz sein. Komm schon, Psycho, gehen wir. Zeig mir dein Gesicht. Rick sie einfach auf. Du hast mich aus dem Anzug geschnitten. Zeig mir jetzt dein Gesicht. Psycho, gehen wir. Ich finde dich. Scheiße, ich finde dich! Okay, lasst aus. Rausschneiden. Viele der Jungs sind schreiend gestorben. Herzinfarkt wegen des Schocks. Drei Waffen im Moment, aber wir nehmen momentan lieber den Bogen mit, finde ich. Achso, es geht weiter. Ach, scheiße. Oder auch nicht. Ah. Komm schon. Gehen wir.
Jetzt geht's weiter. Drückt er mich einfach weg, der Drecksack. Ja, Kontrollpunkt ist noch einer erreicht. Ich geb dir Deckung. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Wo muss ich lang? Da lang. Okay. Ganz leise. Eins. Zwei. Was ist das? Okay. Wow. Ein Pfeil. Zwei Pfeile. Na komm her. Das macht die Sache nicht einfacher. Da wurde ich ganz gehittet. Ah, Feuermodus wechseln. Okay, ich bin gerade ein bisschen überfordert, gebe ich zu. Und bin tot. Toller Anfang. Drücken. Okay. Okay, ich gebe dir Deckung. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Na gut, versuche ich das noch mal. Da bin ich direkt am Anfang verreckt, ey. Voll toll. Aber was ich gut finde, dass man beim Sprinten keine Energie verbraucht. Was ist hier los? Verdammt, ich hätte was gesehen. Gebt mir Rückendeckung. Ich werfe jetzt meinen Pfeil und Bogen weg. Das macht die Sache nicht einfacher. Kurz eine Unsichtbar machen, denn ich will Schalldämpfer haben. Ach. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich will wenigstens noch diesen einen Part schaffen. Ich muss da, glaube ich, anders vorgehen. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Ich muss den Heli auf jeden Fall schnell loswerden. Hier Energie nachladen. Das macht die Sache nicht einfacher. Die Entität der Profit! Das ist sie, Arschloch! Wir haben sie angesiedelt!
Mein Fall. Von deiner Seite aus wirklich hin. Vergiss es. Ich brauche keinen scheiß Taucheranzug. So, jetzt haben wir wenigstens das geschafft. Boah. Geht die Scheiße auf einmal so auf. Muss ich lang, da. Hm. Kontrollpunkt erreicht. Sehr gut, dann... Geh weiter, wir treffen uns weiter vorne wieder, okay? Roger. Dann mach ich... Ja, halt die Klappe. Dann mache ich jetzt wieder einen Cut und höre auf zu spielen. Dann sehen wir uns das... Und lade jetzt hoch, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Crysis 3. Ciao, ciao.